Es geht weiter mit Subnautica. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin natürlich immer noch mega euphorisch bei den ganzen Dingen, die wir das letzte Mal gefunden haben. Ich habe noch keine Ahnung, was das alles ist. Die Dinger kommen mir irgendwie bekannt vor. Die hatten wir, glaube ich, schon mal gefunden. Aber das Wichtigste und das, was mich am meisten begeistert, abgesehen von der Angst, die wir an der Degasi-Basis oder ich an der Degasi-Basis hatte, ist der Lebensform Zuchtbehälter. Bietet optimale Bedingungen für Tiere und Pflanzen zum Betreten eine Luke hinzufügen. Ich habe absolut keine Ahnung, wo wir das Ding bauen, wie wir das Ding bauen und auch sonst bin ich ratlos. Aber ich würde sagen, wie immer, wir fangen einfach an und am Ende wird vermutlich alles gut. Jetzt gucken wir doch mal. Da ist er nicht dabei. Also das scheint etwas zu sein, was man hier reinbauen muss. So da zum Beispiel. Also das Ding ist riesig. Da würde es hingehen. Ja, da macht es aber keinen Sinn. Ich nehme an, wir werden ein komplett neues Gebäude anlegen müssen, dürfen, können. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, denn unsere Basis kann niemals groß genug sein. Und ich finde, wir können hier noch ganz, ganz, ganz viel anbauen. Dementsprechend werden wir natürlich da loslegen. Aber wie immer habe ich keine Ahnung, wo wir das Ganze machen. Eventuell doch hier links dran, oder? Oder hier rechts dran? Hier rechts würde sich eigentlich anbieten. Memmi planlos unter Wasser. Wir müssen erstmal gucken, wo einer hingeht. Hier hat sich doch einer eingehakelt. So, das scheint doch zu funktionieren, wenn wir dann hier noch so ein Ding dahin kriegen. Hier, achso, da müsste das hier einmal ganz kurz weg, ne? Wie ging weg? Ach, Spind ist nicht leer. Das ist immer dieses Problem mit diesen Spinden, ne? Ich verstehe es noch nicht. Ich bin noch zu doof für, um ehrlich zu sein. Aber hier würde sich doch anbieten, anstatt Fenster einfach Luke. Dann sollte das doch auch klappen, wenn hier eins hingeht. Warum ist hier rot? Rot mag ich nicht. Geht's da oben hin? Da geht's auch nicht. Vermutlich wegen des Fensters, ne? Können wir das Fenster einfach so dekonstruieren? Wenn wir von innen machen müssen, ne? Fakt ist, wir werden uns auf jeden Fall diesen Lebens... Was wollt ihr denn jetzt machen? Fakt ist, wir werden uns auf jeden Fall diesen Lebenszuchtbehälter... Schild muss zuerst... Spind ist nicht leer. Das dreht ja völlig am Rad. Memmi Angst, Memmi verwirrt. So, jetzt mal ganz in Ruhe. Da drüben wäre es gegangen, da geht's nur nicht, weil das nicht demontierbar ist. Warum? Spind ist nicht leer. Ich weiß, dass der Spind nicht leer ist, aber das juckt doch normal keinen. Ach, wisst ihr was? Zur Not kommt das Ding auch hier hin. Wir gucken jetzt mal. Irgendwo müssen wir doch noch Platz haben. Ich möchte natürlich nicht, dass das Ding hier noch mehr zum Rattennest wird. Ihr habt es schon so schön ausgedrückt. Es ist wirklich ein Rattennest. Es wäre schön, wenn das ein bisschen, naja, sinnvoller gestaltet wäre. Da geht wieder nicht, weil keine Ahnung. Weil geht nicht, ne? Aber da würde gehen. Und da würde... Da. Machen wir doch mal hier. So, jetzt passt mal auf. Warum geht da nicht? Ach, weil da wieder irgendwas hinten dran steht, ne? Das ist doch wieder so ein halbes zu klein. Subnautica. Also, das geht nicht, weil hier vermutlich irgendwas daran steht. Dann gehen wir doch mal da rein und klären das. Dann gehen wir doch mal da hoch und klären das. Vielleicht lässt sich da eine Lösung finden. Ist das Ding hier tatsächlich im Weg? Ich möchte jetzt nicht die ganzen Melonen da abernten. Warum geht das nicht? Vermutlich, weil das Ding da ist, ne? Komm, wir ernten mal die ganzen Dinger ab. Wir können die ja dann wieder einpflanzen. Die sind noch nicht zum Abernten. Ach, wisst ihr was? Inventar voll mal 100. Essen, essen. Okay. Und jetzt? Jetzt geht's. Man darf gespannt sein. Manchmal verstehe ich das Bauen in Subnautica einfach noch nicht. Ja, jetzt geht's. Gott weiß warum, aber es ist so. Wir akzeptieren es einfach.
Es ist ja in Ordnung, wenn es funktioniert. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch da so ein Ding oben draufsetzen. Jawohl, ja. Jetzt brauchen wir ganz viel Titan. Titan sollten wir allerdings im Überfluss haben. Dementsprechend sollte das funktionieren. Ich bin mega gespannt. Energietechnisch sieht sie auch ganz gut aus. Jawohl, ja. So. Nee. Ich habe eine Idee. Passt mal auf. Wir müssen erstmal. Wir packen die Dinger erstmal in irgendeinen Spind hier. Haben wir da noch irgendwo bei den Batterien? Da passen die bestimmt noch rein. Zumindest, doch, da passen alle rein. Sehr gut. Dann denken wir, da sind sie bei den Batterien. Ich werde sie eh wieder suchen. So, jetzt nehmen wir uns mal ganz viel Titan hier mit. Werden wir brauchen. Und dann machen wir das Stück für Stück. Zum Betreten Luke hinzufügen. Das macht mir immer noch Angst. Naja. So. Freunde der Nacht, auf geht's. Müssen nur gucken, dass die Hüllenstärke da nicht drunter leidet. Das wäre hässlich. 7, noch was. Das ist noch in Ordnung. Wupp. 6. 6 reicht eigentlich, ne? Und jetzt kann da doch unser Zuchtbehälter rein, oder? Was natürlich cool wäre, wenn man hier noch eine Luke von außen ran hätte. Dass man da direkt in unser Zuchtding kommt. Wo ist es? Da ist es. Eine schräge Luke? Das wollen wir nicht, oder? Ach, Quarz. Bin schon wieder so euphorisch. Das heißt, wir können dann ja Dinge züchten. Tierchen züchten. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich so riesig drauf. Selten, normal. Wo war denn Quarz? Da. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr mit, weil wir wollen ja noch ein paar Fensterchen bauen. Wupp. Und Schub. Da. So, Hüllenstärke kriegt man da natürlich wieder dazu, wenn wir dementsprechend dann die anderen Dinge bauen. So, jetzt bin ich gespannt. So muss das da rein? Das ist aber irgendwie doof, oder? Das ist so riesig. Ach du Scheiße. Fünfmal Glas. Das heißt, es sind 10... verlaufen. Das sind 10 Quarz. Ja, das kriegen wir hin. Das sollte klappen. 2, 4, 6, 8, 10. Auf geht's. Auf in die Glasproduktion. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Was wir natürlich auch noch machen werden, ist den Anzug, den vernünftigen, zu bauen. Dass wir da mehr aushalten. Aber jetzt machen wir erstmal Stück für Stück. Und ich verlaufe mich jedes Mal. Wir müssen hier Schilder hinhängen, sonst blickt Mimi da nicht mehr durch. So, jetzt bin ich gespannt, wie das Ding aussieht. Ist es mehrstöckig oder ist es nur einstöckig? Ach du Scheiße. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Und da kann ich jetzt eine Luke reinbauen? Tatsächlich. Nochmal ein Quarz. Was hat da gerade Geräusche gemacht? Ich hab's gehört. Oh, lolo. Oh, ich verlauf mich. Ich häng die nächste Schilder auf. Das mit dem Rattennest, da habt ihr vollkommen recht. Ist ja Wahnsinn. Jetzt hoffe ich, dass wir noch Quarz haben. Wir haben keinen Quarz mehr. Ja. Da ist noch einer. Haben wir noch irgendwo einen Quarz? Einen. Nö. Müssen wir jetzt auf Quarzsuche gehen? Auch Freunde. Wo könnten wir denn noch gucken? Da drüben mal gucken. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Ich will euch nichts tun. Hallo!
Hau ab! Hau ab! Ah. Ich hätte einfach vorwärts schwimmen sollen, ne? Dann wäre nichts passiert. Entschuldigen Sie, hätten Sie noch Quarz? Alter Falter. Ne, die Höhlen hier haben wir komplett leer gemacht, ne? Da ist nichts mehr drin. Da ist nichts mehr vorhanden. Da müssen wir jetzt mal woanders gucken. Wahnsinn. Aber wir schaffen das. Wir bauen heute auf jeden Fall diesen Zuchtbehälter auf und beschäftigen uns mal die nächste Zeit mit dem Ding. Mal gucken, was dabei rauskommt. Bin ich echt gespannt. Da bin ich richtig gespannt, was das gibt. Allein der Hinweis, dass man drauf aufpassen sollte, was man da reinsetzt. Was haben wir denn da? Die Eier können wir jetzt ja alle mitnehmen. Das ist ja das Praktische. Die nehmen wir jetzt alle mit, setzen die alle da rein und warten mal ab, was dabei rüberkommt. Da sind Salzablagerungen. Das sieht doch aus wie Kristall. Jawohl, ja. Ein Quarz. Ja. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Das ist deine Höhle. Aber trotzdem ist das noch mein Quarz. So, ab nach Hause. Einmal kurz atmen. Und so wird unsere Basis immer und immer ein Stückchen größer, ne? Das freut mich. Und wenn das mit dem Zuchtbehälter gut funktioniert, dann werden wir natürlich drüben an der zweiten Basis auch noch so ein Ding hinbauen. Einfach um die Vielfalt von Tieren noch ein bisschen voranzutreiben. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir unseren ersten hier bewerkstelligt bekommen. Und vor allem unter Kontrolle haben. Das wäre auch nicht schlecht. Hoppala. Der Husten. So, da geht's hinein. So, wo war die Luke? Da war die Luke. Miau. Ich hoffe, jetzt zieht es nicht auch noch Hüllenstärke ab. Doch, tatsächlich. Der ist nach oben zu. Okay. Wie kommen wir da hoch? Müssen wir noch eine Luke reinmachen, ne? Oder können wir hier einfach eine Leiter bauen? Ja. Dann bauen wir doch hier eine Leiter, dass wir da hochkommen. Denn ich möchte ja auch von oben sehen, was da passiert, ne? So, und was, wie bekomme ich die jetzt da rein? Zuchtbehälter betreten. Und jetzt kann ich benutzen. Die kann ich hier nicht reintun. Warum? Ach, das ist ein Beet. Ja gut, ins Beetkasten benutzen ist klar. Kann ich die hier einfach rausschmeißen? Wächst das jetzt? Beetkasten. Ich möchte das Beet möchte ich eigentlich nicht nutzen. Weil wir könnten hier natürlich mal so ein Ding hier reinsetzen, ne? Das geht auch nicht. Aber das ist ja auch Mimi. Macht das Ei jetzt hier was? Wir müssen uns mal die Beschreibung durchlesen. Vielleicht steht da was bei. Und zwar hier. Nö. Für Tiere und Pflanzen. Schade. Voraussetzungen, um auf Menschen unheimlich zu wirken. Will dir genau, welche Lebensform du hineinsetzt, sie könnten dich ebenso studieren. Juhu. Freude. Nee, also das Ding da, das sollte ja jetzt, ich weiß nicht, ob das wächst. Fakt ist, wir packen da auf jeden Fall mal so ein bisschen was Lebendes rein, würde ich sagen. Da nehmen wir wieder unser Wasser mit. Packen da mal ein bisschen was Lebendes rein. Wir haben ja hier draußen noch ein paar Pflanzen. Da können wir ja die eine oder andere mal reinsetzen. Was wird denn schön aussehen? So ein Ding fände ich schön. So ein Ding fände ich schön. Oh ja, die machen natürlich was her. Ihr seht auch gut aus. Und so eine nehmen wir noch mit. Inventory full. Okay. Dann müssen wir erst die anderen Pflanzen hier einsetzen. Ja, mal gespannt. Ob so ein Ei da drin wächst. Oder nicht. So, 1, 2, 3.
drei, vier. Und die wachsen jetzt da? Hoffen wir es mal, ne? Ich bin ja mal gespannt. Schmeißt man einfach das Ei hier rein? Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Beet, Beet, Beet. Da wächst das andere Gelörch. Da kommt nichts bei rüber. Oh ja, ich würde sagen, wir schauen mal, ne? Wir schauen mal, was das gibt. Tropfen wieder den Boden voll. Sieht es nur so aus oder pulsiert das Ei? Das pulsiert doch, oder? Das pulsiert nicht. Aber das andere pulsiert. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich habe keine Ahnung. Wir könnten theoretisch einfach mal die ganzen Eier, die wir bis jetzt gefunden haben, da reinwerfen, oder? Die haben doch unten so einen schönen Spind angefertigt. Wo wir lauter... Genau. Das haben wir schon drin. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das und das. Wir schmeißen die alle da rein. Entweder es geht gut oder die Viecher fressen sich gegenseitig auf, was natürlich nicht so von Vorteil wäre. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. So, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Du nicht. Du und da ist noch eins. So, jetzt haben wir die alle ordentlich hier reingeworfen. Was ist denn das? Komm da raus. Ich will dich sofort haben. Siehst du das? Oh. Guck mal. Oh, die machen... Ich muss hier weg. Die machen komische Dinge. Ist das süß. Da, der da. Der hier. Guckt euch den mal an, wie süß der ist. Das wird mein neues Haustier. Und was machst du da? Der schlüpft doch. Schlüpft das? Die werden... Das fängt auch an zu pulsieren. Also ich glaube, es funktioniert. Die Frage ist, fressen die sich gegenseitig, ne? Das wäre natürlich, das wäre eine ganz fiese Nummer. Gott, ist der süß. Guck mal da. Der liegt jetzt zwar im Gesicht auf dem Boden, aber der hat so riesengroße Augen. Man sieht es jetzt nicht. Warte, wir gehen da nochmal rein. Der hier. Guckt mal. Und du? Du pulsierst vor dich hin? Kann man dir irgendwie helfen? Ich möchte jetzt auch nicht mit dem Messer ran, wenn ich ehrlich bin. Und nee, das machen wir lieber nicht. Nee, ändert auch nichts an der Tatsache. Wir lassen die jetzt einfach mal wirken, würde ich sagen. Und konzentrieren uns mal so lange noch auf diesen Anzug. So, jetzt Mimi nicht verlaufen, einfach geradeaus gehen. Jawohl. Und zwar hatten wir ja diesen besseren verstärkten Anzug gefunden, den wir wie folgt bauen können. Wo ist er? Das ist nur das. Hier müsste das irgendwo sein. Verstärkter Tauchanzug, synthetische Faser und zwei Diamanten. Und wenn mich nicht alles täuscht, diese synthetische Faser, genau, macht man aus Fasergewebe und Benzol. Wenn wir jetzt Glück haben, ein Benzol müssen wir noch haben, jawohl, mindestens. Und Fasergewebe, wie war denn Fasergewebe? Oh, was haben wir da noch alles? Auch interessant. Fasergewebe machte man doch aus dieser Schlingpflanze, wenn mich nicht alles täuscht. Schlingpflanzenprobe, aber zwei Stück. Uhrzeittechnisch, das passt. Wir holen uns doch schnell zwei davon. Die sind ja gleich hier nebenan. Und dann können wir doch eigentlich da mal gucken, dass wir den Anzug noch zusammen basteln. Dann sind wir da nämlich endlich auch mal ein Stückchen weiter. Machen wir das Inventar voll. Dann ist der Schrank nämlich auch wieder voll. Wunderbar. Dann kommen wir doch langsam dahin, dass wir relativ gut ausgerüstet sind. Dann lesen wir uns noch diese ganzen Aufzeichnungen beim nächsten Mal durch, die wir gefunden haben. Richten uns noch ein bisschen ein, denn wir haben ja noch ein paar Deko-Gegenstände gefunden. Und dann denke ich, kommen wir doch langsam dahin, wo wir hinwollen, oder?
Machen wir mal. Oh komm, wir machen gleich noch eins. So viel wie geht. Sehr schön. Und jetzt müssten wir doch. Was ist denn das? Ach, die können wir jetzt auch bauen. Okay. Warum geht das noch nicht? Benzol habe ich. Ach, wir sollten vielleicht die synthetische Faser herstellen, ne? So. So, jetzt haben wir die. Jetzt brauchen wir zwei Diamanten. Die haben wir, glaube ich, noch. Jawohl, eins, zwei. Und jetzt sollten wir den Anzug herstellen können. Verstärkter Taucheranzug. Go. Bin mal gespannt. So, momentan sehen wir so aus. Vielleicht zieht es jetzt etwas... Oh, verstärkte Handschuhe. Verstärkter Taucheranzug. Die heben wir natürlich auf. Sehen wir jetzt anders aus? Ja, wir sehen anders aus. Werte, glaube ich, sieht man nicht wirklich, aber ja, coole Sache. Wo räumen wir denn jetzt den Anzug hin? Ich würde sagen, drüben, unten, da wo vorher die Eier drin waren, oder? Weil Eier können wir jetzt ja eigentlich immer da reinwerfen. Da. Schlüpft ihr schon? Das pocht jetzt alles so ein bisschen, ne? Das wird schon. Ich spüre, dass das wird. So. Module. Ah, wir hatten doch Ausrüstung. Wir haben doch hier einen Schrank. Dann schmeißen wir das doch da rein, oder? So. Perfekt. Haben wir da noch irgendwas an Ausrüstung? Da ist noch ein Scanner. Genau, den hatte ich mal irgendwie doppelt gebaut, weil vergessen und so. Das Ding kann hier rein. Ich weiß noch nicht, für was wir es brauchen. Die haben wir letztes Mal gebraucht, um so ein, ich nenne es mal, Tempel zu betreten. Vielleicht brauchen wir das die Ding da einfach auch wieder für. Jetzt frühstücken wir mal kurz was. Pflanzen da natürlich einen neuen an. Dann nehmen wir uns da noch ein paar. Wunderbar. Ja, perfekt. Und ich bin mega gespannt, was da noch auf uns zukommt mit diesem Zuchtbehälter. Was natürlich schön wäre, wäre, wenn wir da zumindest ein paar Fenster reinmachen würden. Hier ein Fenster. Können wir mal ganz kurz schon mal vorausplanen. Da würde sich ein Fenster echt ganz gut machen, ne? Okay. Probieren wir einfach. Da müssen wir noch ein bisschen Glas herstellen. Das kriegen wir hin. Ich würde sagen, ich lege mich eine Runde schlafen. Vielleicht vergeht die Zeit dann ein bisschen schneller. Und dann sehen wir vielleicht in der nächsten Folge schon ein paar Fortschritte hier in dem Brutkasten. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.